Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch endlich das Video mit meinen beendeten und abgebrochenen Buchreihen aus 2019 für euch. Ich werde dann noch ein separates Video machen mit den Buchreihen, die ich aktuell noch habe, also die ich noch nicht beendet habe, die aktuell noch laufen, die ich noch lese. Das mache ich dann in einem separaten Video, das würde sonst sehr extrem den Rahmen sprengen. Ihr wisst, ich rede viel und gern und ich glaube auch dieses Video wird jetzt wieder relativ lang werden. Und ja, heute soll es um die beendeten Buchreihen aus 2019 gehen und um die Buchreihen, die ich 2019 abgebrochen habe, beziehungsweise die Reihen, die ich nicht beenden kann. Ich würde auch mit den Buchreihen anfangen, die ich nicht beenden werde, die ich nicht beenden kann, was auch immer. Werde euch kurz zwei, drei Sachen zu den einzelnen Reihen sagen und dann kommen wir zu den Buchreihen, die ich 2019 beendet habe. Es waren 2019 nicht ganz so viele Buchreihen, die ich beendet habe. Es waren insgesamt 11 Stück. Ich finde das immer noch gut. Ich bin ja über jede Reihe froh, die ich überhaupt irgendwie beende, weil jede beendete Buchreihe ist eine Buchreihe, wo ich einen Haken im Endeffekt an die Geschichte machen kann, wo ich die Geschichte in dem Moment nicht mehr hier im Speicher haben muss. Und ja, wir fangen trotzdem jetzt erstmal mit den Reihen an, die ich abgebrochen habe, beziehungsweise die ich nicht beenden kann, weil ich denke, das geht schneller. Ich werde euch auch die einzelnen Bilder zu den Reihen hier einblenden, weil ich habe bei den abgebrochenen Reihen die Bücher einfach schon gar nicht mehr da teilweise. Und bei den beendeten Reihen ist es jetzt so, ich habe teilweise die Bücher schon eingepackt. Ihr seht jetzt hier noch die Bücher im Hintergrund, aber alle anderen Bücher, die ich besitze, die noch drüben in der Stube waren und so, die sind alle schon im Karton, weil wir ja bald umziehen werden. Und damit wir hier nicht so einen Mischmasch haben, habe ich mir gedacht, ich blende euch einfach alle Bücher einmal ein. Dann muss ich die anderen jetzt hier auch nicht aus dem Regal rauszerren. Und ja, wundert euch also nicht, warum ihr alle Bücher eingeblendet bekommt. Das ist einfach jetzt dem geschuldet, dass teilweise die Bücher schon in den Kartons sind, ich die Bücher teilweise nicht mehr habe oder ich jetzt einfach keine Lust hatte, sie hier rauszuzerren. So, so viel dazu und ja, starten wir jetzt mit den Buchreihen, die ich 2019 abgebrochen habe. Wir machen das so, ich habe mir immer die Monate aufgeschrieben auf meiner teuren Liste, wo ich entschieden habe, dass ich diese Reihe nicht weiterlesen möchte. Und gleich im Januar bin ich ja mal so in mich gegangen und habe halt überlegt, was für Reihen ich denn 2019 eigentlich überhaupt nicht mehr weiterlesen möchte, was mich überhaupt von der Geschichte her nicht mehr so interessiert. Und ja, da sind zwei Reihen bei rausgekommen im Januar. Und zwar zum einen war das die Ringchroniken von Erin Linares. Ich habe das erste Buch gelesen. Ich fand die Geschichte an und für sich eigentlich ganz cool, aber es hat mich null gereizt, weiterzulesen. Also die Geschichte hat mich auf Dauer leider nicht packen können und ich hatte überhaupt keinen Antrieb und keinen Ansporn, da irgendwie weiterzulesen. Ich wüsste auch jetzt nicht, warum ich das Buch weiterlesen sollte. Ich weiß noch relativ gut, um was es in diesem Buch ging. Also das ist schon bei mir hängen geblieben, aber ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nicht gepackt und irgendwie hatte ich kein Interesse, dann diese Reihe weiterzulesen. Und deswegen, ja, habe ich dann entschieden, dass ich diese Reihe nicht weiterlesen werde, weil ich einfach kein Interesse mehr an dieser Reihe hatte. Dann habe ich im Januar noch entschieden, dass ich die Hunters-Reihe von Bianca Iosivoni, da hatte ich den ersten Teil als E-Book damals gelesen, dass ich diese Reihe jetzt auch nicht zwingend weiterlesen möchte, weil das ist eine Reihe, wo es um Spezialagenten quasi geht. Da geht es um so eine Special Unit und um, ja, es ist halt alles so ein bisschen James Bond-mäßig und das ist im Moment überhaupt nicht mein Thema und das interessiert mich im Moment auch überhaupt nicht, so diese Thematik mit Spezialagenten und was da halt alles so drum und dran ist. Es sind zwar Liebesromane in erster Linie auch, aber ich habe so viele Liebesromane und ich habe so viele Liebesromanreihen angefangen, dass ich sage, okay, das ist jetzt vom Thema her das, was mich am wenigsten im Moment anspricht und deswegen habe ich entschieden, die Hunters-Reihe von Bianca Iosivoni auch erstmal nicht weiterzulesen. Vielleicht lese ich sie irgendwann mal weiter, aber aktuell habe ich da überhaupt keinen Bock drauf und ja, da habe ich auch gar kein Interesse dran. Deswegen habe ich dann Januar 2019 auch entschieden, dass ich diese Reihe nicht weiterlesen werde. Dann habe ich im Februar 2019, gemerkt oder festgestellt, dass die Big Time-Reihe von Jennifer Estep nicht weiter übersetzt wird. Das ist ja diese Reihe, wo es um diese Superhelden geht. Ich finde es sehr, sehr schade, aber diese Reihe, die ersten drei Teile sind übersetzt worden, die weiteren Teile sind nicht mehr übersetzt worden. Das heißt, ich kann diese Reihe nicht weiterlesen. Ich hätte sie sehr, sehr gerne weitergelesen, weil ich den Ansatz in dieser Reihe wirklich sehr, sehr cool fand mit diesen Superhelden, mit diesen besonderen Gaben. Und dann ist da ja mal noch so eine sexy Liebesgeschichte dabei gewesen. Das fand ich schon ganz cool. Gerade im dritten Teil die Gabe von der Protagonistin fand ich sehr, sehr cool mit dem Glück. Und ja, die Reihe kann ich leider, wie gesagt, nicht weiterlesen, weil sie nicht weiter übersetzt wird. Deswegen, ja, landet sie auf dieser Liste.
Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich fand die Reihe echt wirklich richtig cool. Aber naja, gut, so ist das halt. Dann im Februar habe ich letztes Jahr auch noch beschlossen, dass ich die DC Icons Reihe erstmal nicht weiterlesen werde. Ich hatte da ja Wonder Woman gelesen von Leigh Bardugo, was mir wirklich noch gut gefallen hat, was ich sehr, sehr cool fand, auch von der Story her. Ich fand die Neuinterpretation von Wonder Woman auf Leigh Bardugos Art richtig cool. Und ja, dann habe ich Catwoman gelesen und Catwoman hat mir so überhaupt nicht gefallen. Catwoman war ja von Sarah J. Maas. Und es hat mich überhaupt nicht angesprochen und ja, da war das dann schon so ein bisschen raus und dann kam ja Batman und Superman noch raus und zum einen habe ich dann gesehen, dass die Bücher so dick sind und 20 Euro kosten und dann dachte ich schon so, so viel Geld möchte ich für diese Bücher ehrlich gesagt nicht ausgeben, weil aufgrund von Catwoman war meine Euphorie, was diese Reihe betraf, leider etwas gebremst. Und ich habe mir dann auch so die Inhalte und die Klappentexte von Batman und Superman durchgelesen und habe festgestellt, so richtig ansprechen tut es mich nicht. Weswegen ich entschieden habe, dass ich diese zwei Bücher aus der DC Icons Reihe nicht mehr lesen werde. Wenn ich die Bücher vielleicht irgendwann mal irgendwo günstig kriege, bei Medimobs Rebel oder so, dann hole ich sie mir vielleicht. Aber es ist jetzt keine Priorität für mich auf diese Reihe, wie gesagt. Gerade da Catwoman mich so enttäuscht hat, habe ich da jetzt nicht so die Ambition, diese Reihe unbedingt weiterzulesen. Ja, schade. Aber so ist das halt. Also wie gesagt, die DC Icons Reihe habe ich noch von meiner Liste gestrichen. Und dann hatte ich letztes Jahr im Februar, stand hier noch auf der Liste, das hatte ich noch nicht runtergelöscht bis gerade eben. Dann hatte ich letztes Jahr im Februar noch die Hartwell Love Stories von Samantha Young auf diese Liste geschrieben. Aber wir wissen ja inzwischen, falls ihr den Lesemonat nicht gesehen habt, wir wissen ja inzwischen, dass ja Samantha Young inzwischen bei HarperCollins bzw. bei Mira Taschenbuch Verlag ein neues Zuhause gefunden hat. Und eine Abonnentin von mir fragte beim Verlag an, ob denn die Hartwell Love Stories von ihr dann vielleicht auch bei Mira Taschenbuch weiter übersetzt wird. Und die Antwort war ja, wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Und das hat mich so mega doll gefreut, deswegen habe ich die Hartwell Love Stories von dieser Liste wieder streichen können. Und ja, also wenn alles klappt, kommt der dritte Teil der Hartwell Love Stories übersetzt im Herbst mit raus von Samantha Young, was mich sehr, sehr glücklich macht, weil ich war echt mega traurig, dass die Hartwell Love Stories nicht weiter übersetzt wurden. Auch wenn der zweite Teil nicht so 100% meins gewesen ist, ich fand trotzdem den ersten mega cool und ich fand das Setting so toll und die Charaktere waren schon cool. Und außerdem will ich wissen, was mit Emery und Jake ist. Vom ersten Teil an wollte ich wissen, was mit Emery und Jake kommt. Und ich weiß nicht, welcher Teil es wird, was die Geschichte von den beiden ist. Aber ich will dieses Buch verdammt nochmal. Und wenn es euch genauso geht, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr cool. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dass ich diese Reihe von dieser Liste wieder streichen konnte. Die nächste Reihe habe ich im April von meiner Liste geschmissen. Und zwar war das die Ellingham Academy. Dieses Buch habe ich letztes Jahr im April gelesen. Das ist von Maureen Johnson. Das ist eine Dilogie. Ich habe den ersten Teil gelesen und das Buch war okay. Aber es war jetzt kein Buch, wo ich sage, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. In diesem Buch, das soll so ein bisschen auf, naja, so Sherlock Holmes, Krimi, Mystery gemacht sein. Aber es kam bei mir einfach nicht an. Also mich hat diese Geschichte nicht angesprochen, so wirklich. Ich fand, die Protagonistin sollte anders rüberkommen, wie sie im Endeffekt rüberkam. Sie sollte so ein kleiner Sherlock Holmes sein. Aber im Endeffekt ist sie einfach nur planlos durch diese Geschichte gestolpert. Und das hat mich sehr genervt. Und ja, diese Geschichte war einfach nicht meins. Also wie gesagt, die Geschichte an für sich war okay. Aber so rückblickend betrachtet war es einfach nicht meine Geschichte. Und auch diese Liebesgeschichte, die dann irgendwie da noch aufgekommen ist, die hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und ja, deswegen habe ich dann entschieden, die Ellingham Academy nicht weiterzulesen. Ich weiß gar nicht, ob der zweite Teil inzwischen überhaupt schon draußen ist. Ja, aber auf jeden Fall im April letzten Jahres habe ich entschieden, die Ellingham Academy nicht weiterzulesen. Dann habe ich im Mai eine Reihe weitergelesen, und zwar den zweiten Teil. Den habe ich damals vom Verlag unangefragt zugeschickt bekommen. Ich wollte diese Reihe eigentlich auch nicht weiterlesen, weil mir der erste Teil nicht so 100% gefallen hat. Dann hatte der Verlag mir nun den zweiten Teil zugeschickt und ich dachte, okay, komm, lies ihn. Und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen und ich habe es dann abgebrochen. Bei, ich weiß nicht, so kurz nach der Hälfte ungefähr, habe ich dann gesagt so, ich mag nicht mehr. Denn diese Reihe hat einfach eine Wendung genommen, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Das war für mich alles total verquer und das hat für mich einfach alles nicht mehr gepasst. Und ich rede hier von Dark Palace von, wie hieß die Autorin von Dark Palace? Ich weiß es nicht mehr, aber ihr seht es ja hier. Ja, Vic Johnson war das, glaube ich, ne? Oder Vic James oder so. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat mir diese Geschichte dann überhaupt nicht mehr gefallen. Und ja, habe dann, wie gesagt, das Buch abgebrochen und damit auch die Reihe. Und ja, das war Mai, also wie gesagt, Dark Palace war einfach auch nicht meine Reihe. Der erste Teil war schon für mich relativ
schwierig, weil das Buch sehr, sehr ruhig war. Da ist jetzt erstmal nicht so viel passiert. Und dann, wie gesagt, im zweiten Teil, nachdem dann diese eine Wendung gewesen ist, habe ich gesagt, so, boah, nee, ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr auf die Geschichte. Das ist überhaupt nicht meins. Und ja, damit war dann Dark Palace auch Geschichte. Und dann kam das ganze restliche Jahr nichts. Bis Dezember, bis zu meinem Video mit Buchreihen, die nicht weiter übersetzt werden. Und wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr ja, was für Buchreihen noch auf dieser Liste standen. Das heißt, was zu meinen abgebrochenen Reihen ja rein theoretisch zählt, weil ich diese Bücher einfach nicht weiterlesen kann, weil sie einfach nicht weiter übersetzt werden, ist Renegades von Marissa Meyer, Constellation von Claudia Gray, Stormheart von Cora Carmack. Das bricht mir immer noch mein Herz. Dann haben wir immer noch Diabolik von S.J. Kincaid. Das bricht mir auch immer noch mein Herz. Also eigentlich jede dieser Reihen bricht mir mein Herz, dass ich sie nicht beenden kann. Was sich ja Gott sei Dank herausgestellt hat, ist ja, dass The Queen von Jennifer Armentrout übersetzt wird. Also der zweite Teil zu Kissed, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin. Und ja, was halt auch nicht weiter übersetzt wird, ist ja im Prinzip die Shatter Me-Reihe von Tahereh Mafi, obwohl die ja damals mit dieser Trilogie an und für sich erstmal abgeschlossen war. Es hieß aber damals schon, es kann ein vierter Teil kommen, weil die Geschichte war ja zu Ende, aber das Ende war relativ offen, also so, dass da wirklich noch etwas in dieser Geschichte passieren kann. Und bei der Shatter Me-Reihe sind es ja inzwischen, glaube ich, 6 Teile insgesamt und ja, die werden wir nicht mehr lesen können, genauso wie bei Legend wir die Fortsetzung nicht mehr lesen können. Und ja, ich finde es halt immer sehr, sehr traurig, wenn die Verlage halt dann diese Reihen nicht weiter übersetzen bzw. nicht zu Ende bringen. Das finde ich eigentlich noch viel, viel schlimmer. Also wie gesagt, bei Legend und bei der Shatter Me-Reihe bin ich damit eigentlich fein, weil die für mich ein Ende hatten. Aber was Renegades, Constellation, Diabolik und auch Stormheart betrifft, bin ich einfach immer noch mega traurig und mega enttäuscht, auch von den Verlagen, dass man halt nicht wenigstens sagen kann, okay, wir machen eine Vorbestelleraktion und wir produzieren halt nur eine begrenzte Stückzahl für die Leute, die das halt unbedingt vorbestellt haben. Weil es gab zu diesen allen Büchern, es gab gut bis auf bei Constellation und Diabolik, aber es gab zu den anderen beiden Reihen, gab es schon Cover und es war eigentlich alles ja auch schon in Sack und Tüten. Aber ja, wenn der Verlag dann sagt, nö, dann ist es so. Aber ich finde es halt uns Lesern gegenüber unfair. Und jetzt trinkt Milo gerade. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es halt immer noch einfach sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig. Und wie gesagt, ich bin halt als Leser von den Verlagen da, was das betrifft, echt enttäuscht und immer noch sehr, sehr wütend auf die Verlage. Aber na gut, was willst du machen? Es ist halt so, wie es ist. Das waren die Reihen, die ich 2019 nicht weiterlesen wollte, beziehungsweise nicht weiterlesen konnte. Machen wir es aber mit etwas Glücklicherem weiter, nämlich mit den Reihen, die ich 2019 beendet habe. Wie gesagt, es waren insgesamt 11 Stück. Die Jahre davor war ich immer so um die 20, aber das lag halt auch einfach daran, dass ich da einfach mehr noch angefangen hatte. Fangen wir jetzt aber an mit der Reihe, die ich als allererstes 2019 beendet habe. Und das war für mich die Wicked-Reihe von Jennifer Armentrout. Ich weiß, dass es zu Wicked einen vierten Teil gibt und ich weiß, dass es dazu auch einen fünften Teil gibt. Aber die ersten drei Teile, das sind die Wicked-Reihe für mich. Die anderen beiden Teile, die da jetzt noch erscheinen werden oder erschienen sind, das ist für mich das Sequel. Das gehört für mich nicht zur ursprünglichen Wicked-Reihe dazu. Für mich ist die Wicked-Reihe die ersten drei Teile. Das ist die Geschichte von Ivy und Ren. Und was die Geschichte von Brighton und Peep ist, das ist für mich was anderes. Also das ist für mich wirklich das Spin-off zur Wicked-Reihe. Sonst müsste ich ja auch rein theoretisch die Götterleuchten-Reihe zur Dämonentochter zählen, weil die ja auch das Sequel zur Dämonentochter ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen zähle ich das immer für mich als Extra-Reihe. So, also von daher, Wicked-Reihe habe ich im März beendet. Die ersten drei Teile. War super cool. Ich kann euch die Reihe wirklich nur empfehlen. Ist jetzt nicht meine Lieblingsreihe von Jennifer Armentrout, aber ich glaube, das liegt halt wirklich mit dieser Underworld-Thematik zusammen. Weil so Elfen und Underworld und so, das ist so für mich so ein ausgelutschtes Thema und ja, deswegen hat die Reihe mich jetzt nicht so angesprochen wie zum Beispiel Obsidian oder halt Dark Elements. Ja, aber die Reihe habe ich im März beendet und ja, ich mag sie sehr und ich liebe Tink, wenn ihr die Reihe lesen solltet. Ich liebe, liebe Tink und ja, wenn ihr sie lest, wisst ihr dann auch warum. Tink ist einfach toll. Und wer mein Video gesehen hat mit meinem neuen Leben, mit der Flip the Page Challenge, wisst ihr ja, wer mich umbringen wird am Ende. Dann sind wir schon im April. Im April habe ich gleich zwei Reihen beendet, nämlich die Legende der vier Königreiche von Amy Tintera zum einen. Da habe ich den dritten und letzten Teil gelesen, diese Reihe. Und oh mein Gott, diese Reihe ist so unglaublich gut. Und ich kann immer wieder nur sagen, dass diese Reihe so untergegangen ist bei diesen ganzen Jugendbuchreihen, die es hier halt so gibt. Und das finde ich so schade, denn diese Reihe ist einfach so cool. Sie ist ein bisschen härter und ein bisschen brutaler auch.
Was jetzt halt so die Geschichte an und für sich betrifft, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Ich fand, es war immer noch im Rahmen. Es wird jetzt nicht detailliert beschrieben oder so, wie ein Mensch umgebracht wird. Aber es ist halt so vom Grundsatz her so ein bisschen brutaler wie andere Jugendbuchreihen. Aber wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. Ja, trotzdem ist diese Reihe so ein bisschen untergegangen in diesen ganzen Jugend-Fantasy-Reihen, die es gibt. Deswegen kann ich euch immer wieder nur sagen, wenn ihr gerne Jugend-High-Fantasy-Geschichten lest, schaut euch die Legende der vier Königreiche auf jeden Fall an. Ich finde diese Reihe mega cool und ja, ich habe sie letztes Jahr im April beendet. Und ich fand das Ende einfach so krass. Das Ende war so, oh mein Gott, was hat sie nicht getan? Aber doch, sie hat es getan und ich fand es einfach so gut. Ich fand es einfach so gut. Und ich finde auch M als Protagonistin in dieser Reihe so unglaublich gut. Und ich finde auch Cass gut. Weil Cass ist nicht der große, strahlende Ritter und der große Held dieser Geschichte. Nein, er ist so ein kleiner Louis und er weiß das auch. Und trotzdem entwickelt er sich in der Geschichte in eine richtig coole Richtung. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, ich liebe diese Reihe sehr und schaut sie euch auf jeden Fall an. Sie war auch unter den Top 5 bei meinen Jugendbüchern letztes Jahr auf jeden Fall. Dann habe ich im April auch noch beendet die Broken Darkness-Reihe von... Oh Gott, wie ist M. O'Keefe heißt die Autorin? Das musste ich gerade noch mal gucken. Ja, die habe ich auch beendet. Das sind ja 4 Teile insgesamt gewesen, wobei der erste und zweite Teil ja eine Geschichte ist. Der dritte und vierte, das ist dann quasi... Das hängt dann schon alles noch zusammen, also das sind aber die anderen Charaktere. Das ist eine Companion-Reihe. Liebe Tina, ich habe es mir gemerkt, eine Companion-Reihe ist das. Und ja, das waren insgesamt 4 Teile und ich habe Broken Darkness dann letztes Jahr im April beendet. Und ja, ich kann euch die Reihe empfehlen, wenn ihr gerne mal Bücher habt, die so ein bisschen anders sind. So wie die Sinners of Saint-Reihe. Wenn ihr Bücher mal lesen wollt, die nicht so weichgespült sind, alles ist fein und wir wohnen in einer glücklichen Gemeinschaft und alle sind toll und wir haben eine tolle Familie als Hintergrund, so wie die Green Mountain Serie. Wenn ihr sowas mal nicht lesen wollt, sondern mal so ein bisschen was Abgefahreneres und ein bisschen was Härteres, was auch so ein bisschen derber von der Aussprache und von der Grammatik ist, dann schaut euch auf jeden Fall die Broken Darkness Reihe an. Die ist nämlich definitiv anders als andere Reihen. Also das kann ich nur so dazu sagen. Aber ich fand das halt gerade gut, weil die halt so anders war. Und ja, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, habe ich dann im April auch mit beendet. Auch im Mai habe ich dann 2 Reihen beenden können. Nämlich zum einen Grisha von Labor Dugo. Ich hatte ja den ersten Teil von Grisha vor 3 Jahren, 3,5 Jahren schon mal gelesen, konnte mich dann aber so genau nicht mehr dran erinnern und habe dann die Reihe nochmal angefangen zu lesen und ja, habe sie dann letztes Jahr im Mai dann beendet und was soll ich sagen, ich fand die Reihe großartig, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen, ich fand das Ende sehr unerwartet, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass es so endet, wirklich, ich habe das Ende nicht kommen sehen, dass es halt so ausgeht, ich fand das Ende schon echt so, oh, okay, krass. Ja, gut. Krasses Ende. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand die Reihe wirklich toll. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Mich hat sie sehr angesprochen. Ich fand dieses ganze Grisha-Universum richtig cool. Ich liebe ja auch das Lied der Krähen. Das spielt ja in der gleichen Welt. Oder auch King of Scars spielt ja auch in der gleichen Welt. Ich fand Grisha einfach großartig, weil es halt auch einfach mal von der Welt her ein komplett anderer Ansatz war. Es ist nicht dieses typische Mittelalter-Setting wie bei den meisten anderen Jugendbüchern. Es spielt schon so im Mittelalter, aber... Es ist anders als andere Jugendbücher und das hat mir sehr gut gefallen und ich fand auch die Charaktere einfach großartig. Ich finde Alvina als Protagonistin in dieser Geschichte einfach sehr, sehr cool. Ich finde den Dunklen als Bösewicht in dieser Reihe sehr, sehr cool. Der ist auf jeden Fall sehr anziehend. Also man merkt bei ihm auf jeden Fall diese Ausstrahlung, die er hat. Und das hat mir sehr gut gefallen und ja, ich kann euch Grisha immer wieder nur empfehlen. Schaut euch diese Reihe an, ich finde sie super und ja. Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil von King of Scars. Aber man sollte halt wirklich bei Grisha wirklich aus Grisha lesen, dann die Krähenreihe lesen und dann wirklich aus King of Scars lesen. Also ich empfehle niemanden, King of Scars zu lesen, wenn ihr die anderen Reihen nicht kennt. Weil ihr sonst einfach überhaupt nicht klarkommt mit den Charakteren und wie die Zusammenhänge sind und wer mit wem wie zusammengehört. Das wird nicht nochmal erklärt in King of Scars und ja, ihr habt dann einfach überhaupt keinen Durchblick. Deswegen Grisha, Lied der Krähen und dann King of Scars lesen. Definitiv. Sonst kriegt ihr... überhaupt keinen Durchblick. Und an dieser Stelle muss die Susi aus der Zukunft, das bin ich, hallo, die gerade beim Schneiden des Videos ist, nochmal ganz kurz einhaken, denn ich habe festgestellt, ich habe eine Reihe vergessen, die ich 2019 beendet habe. Die ist mir irgendwie durchgeflutscht und zwar habe ich in dem Monat, wo ich Grisha beendet habe, auch noch die Sinners of Saint-Reihe beendet.
von V. Keeland. War das V. Keeland? Ich glaube schon. Milo trinkt schon wieder. Und ja, ich blende euch hier den ersten Teil nochmal mit ein. Und ja, da kam der vierte und letzte Teil ja raus. Letztes Jahr im Sommer und ja, den habe ich auch gelesen und damit auch diese Reihe beendet. Diese Reihe ist wie die Broken Darkness Reihe, so eine Reihe, die ein bisschen anders ist, die ein bisschen derbe ist, die ein bisschen abgedrehter ist und ja, die habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich sie auch noch beendet habe 2019 und deswegen wollte ich an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz einhaken und Bescheid sagen, dass ich sie vergessen habe. Ich glaube, zur Reihe an und für sich brauche ich nichts mehr sagen. Ich habe lang und groß und breit auf diesem Kanal über diese Reihe berichtet. Und ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt wieder zurück in den Schnitt. Und die Vergangenheit Susi macht jetzt an dieser Stelle weiter. Bis dann. Dann habe ich im Juni eine Reihe beendet, wo ich jetzt einfach mal sage, für mich ist sie aktuell erstmal beendet, weil es keine weiteren Übersetzungen in der Reihe erstmal gibt. Also es ist nichts geplant. Ich habe auch zum aktuellen Stand nicht gefunden, dass da noch irgendwie ein weiterer Teil kommen soll. So, jetzt musste ich Milo mal kurz auf meinen Schoß holen. Na, Baby. Ja, auf jeden Fall ist nicht weiter geplant aktuell, dass da noch ein weiterer Teil kommen soll. Deswegen habe ich diese Reihe für mich jetzt erstmal als beendet gezählt, weil ich halt einfach nicht weiß, ob da noch was kommt. Das ist auch so eine Companion-Reihe und zwar ist das die The One-Reihe von Lauren Blakely, also hier dieses One Kiss, One Dream, One Love, One Passion. One Passion, das habe ich vergessen. Und ja, es sind im Englischen insgesamt, glaube ich, schon 6 Teile, die dort erschienen sind. Aber nach unseren 4 ist jetzt, glaube ich, erstmal Schluss. Also ich habe jetzt nicht gefunden, dass dann noch weitere Teile in dieser Reihe übersetzt werden sollen. Deswegen habe ich diese Reihe für mich erstmal als beendet gezählt. Also wenn da irgendwann nochmal was kommt, lese ich die natürlich weiter, aber aktueller Stand, ich habe nichts gefunden, deswegen zählt sie jetzt erstmal mit zu meinen Beendeten rein, weil irgendwo muss ich sie ja jetzt einlisten und wenn ich nicht weiß, ob noch was kommt, ist sie für mich erstmal abgeschlossen und beendet. So, mein System, meine Schlussfolgerung. Wenn ihr das jetzt anders seht, dann ist das so, aber für mich ist das jetzt so beendet an dieser Stelle. Die The One-Reihe ist ja auch eine richtig süße Reihe mit Liebesgeschichten. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr zuckersüße Liebesgeschichten lesen wollt, dann schaut euch die Reihe auf jeden Fall an. Aber die Bücher sind auch sehr, sehr sexy. Also sie sind sehr erotiklastig. Man mag das immer nicht glauben. Aber da geht es schon ganz schön ab in diesen Büchern. Also von daher, wenn ihr sowas lesen wollt, schaut euch die Reihe auf jeden Fall an. Dann habe ich im Juli gleich wieder 2 Reihen beendet. Zum einen die Diamonds for Love-Reihe von Leila Hagen. Die sind ja insgesamt 9 Teile. Das ist ja die Bennett-Family-Reihe auf Englisch. Und ja, da habe ich den 9. und letzten Teil im Juli gelesen und damit die Reihe beendet. Zu dieser Reihe gibt es quasi auch ein Spin-off, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also es gibt noch eine weitere Reihe von Leila Hagen, die jetzt auch, glaube ich, erscheint, wo es um die Cousinen und Cousins von der Bennett Family geht. Ich habe den Namen vergessen, wie die Familie heißt. Sind es die Connors oder Coopers oder sowas? Auf jeden Fall gibt es da auch wie so ein, naja, es ist jetzt kein Spin-off, aber es ist eine andere Companion-Reihe, die auch so ein bisschen mit da dazugehört. Und ich glaube, die wird jetzt auch übersetzt und die werde ich dann auch auf jeden Fall lesen. Denn die Diamonds for Love-Reihe war so genial. Wirklich, diese Bücher sehen nicht nach wirklich viel aus. Aber ich fand die Reihe wirklich großartig. Wobei ich sagen muss, dass ab dem 6. Teil hat die Reihe so ein bisschen nachgelassen. Also der 6., 7. Teil, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Teil welcher war. Also der 6., 7., 8., 9., das waren eher so die schwächeren Teile. Wobei einer von den 4 hat mir wieder besser gefallen wie die restlichen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr welcher. Auf jeden Fall, ja, ist es eine coole Reihe. Der 3. Teil ist mein Lieblingsteil. Eric und Pippa. Eine so tolle Geschichte, wirklich. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und ich kann euch diese Reihe wirklich auch nur empfehlen. Wenn ihr gerne so Companion-Geschichten lest, so Richtung Green Mountain, dann, ja, schaut euch die Diamonds for Love-Reihe auf jeden Fall an. Ich finde sie so genial und es sind so tolle Männer in dieser Reihe wieder. Wieder so Männer, wo man weiß, dass es sie in echt nicht geben kann. Also von daher, ja, wenn ihr mal so ein bisschen träumen wollt, dann schaut euch die Reihe auf jeden Fall an. Ich finde sie so, so, so genial. Und die 2. Reihe, die ich dann letztes Jahr im Juli beenden konnte, war die Fire and Frost-Reihe. Und Fire and Frost war ja eine Reihe, die mich auch von Anfang an super begeistern konnte. Ich fand die Welt cool. Ich fand das Ganze, dieser ganze Aufbau von dieser Welt, von dieser Geschichte, die hat mir so gut gefallen. Ruby als unsere Protagonistin hat mir unglaublich gut gefallen. Und auch dieses Frostblood und Fireblood-Ding mit ihr und Arcus. Und oh, es war einfach alles so gut. Und der 2. Teil war dann auch wirklich so,
ah, mein Gott, was passiert hier? Und dann dieses Dreiecksding, was im zweiten Teil angedeutet wurde und du dachtest dir so, nein, ist schon wieder so ein Dreiecksding. Ah. Aber es hat sich ja im dritten Teil dann Gott sei Dank alles sehr schnell aufgelöst. Und ja, ich fand Fire and Frost einfach großartig. Ich fand den dritten Teil großartig. Ich fand das Ende richtig krass. Ich fand wirklich gut, wie Ellie Blake das alles hat auflösen lassen. Also ich finde die Reihe wirklich großartig. Und wenn ihr eine richtig, richtig gute Jugend-High-Fantasy-Geschichte lesen wollt, dann schaut euch Fire and Frost auf jeden Fall an. Ich kann euch diese Reihe wirklich immer wieder nur empfehlen und ans Herz legen. Es ist eine so tolle Welt. Es ist so ein cooler Ansatz. Und ja. Ich fand sie einfach großartig und ja, schaut sie euch an. Was soll ich dazu sagen? Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Und Milo chillt jetzt hier gerade so. Hm? Kuschelzeit, muss auch mal sein. So. Seht ihr das? Der hat sich komplett bei mir auf der Schulter abgelegt. Ah, dieser Hund. Der hat sich jetzt auch komplett gegen mich sacken lassen. Also hier, der hängt mir hier komplett drauf. So. So, drei Reihen haben wir jetzt noch. Und zwar habe ich die nächste Reihe dann im August beendet. Und das war auch eine Reihe, die ich schon vor ganz, ganz langer Zeit angefangen hatte. Und zwar Black Blade von Jennifer Estep. Das ist ja nur eine Trilogie. Und ich hatte den ersten Teil irgendwann vor vier Jahren mal angefangen zu lesen. Und dann habe ich nie weitergelesen. Ich habe den zweiten und dritten Teil schon ewig hier rumliegen gehabt und habe dann letztes Jahr gedacht, so, das muss jetzt geändert werden. Du musst jetzt endlich diese Reihe beenden. Ich habe dann auch den ersten Teil nochmal gelesen, weil es halt einfach so ultra lange her war. Ich wusste zwar noch im Groben, worum es ging und dass es da diese Mafia-Familien gab und dass es da Layla gab und dass sie da irgendwie so drinne hingen, aber ich konnte halt die Zusammenhänge nicht mehr so richtig begreifen und herstellen und deswegen habe ich dann diese Reihe nochmal komplett gelesen und ich habe es auch nicht bereut, den ersten Teil nochmal gelesen zu haben. Erster Teil ist und bleibt mein Lieblingsteil dieser Reihe. Ich finde ihn so gut. Und ja, aber auch der zweite und dritte Teil, ne, das steht dem im ersten nichts nach. Aber der erste ist und bleibt mein Lieblingsteil. Es ist oft bei mir so, dass ich erste Teile von Reihen immer am besten finde. Außer bei das Reich der Sieben Höfe, da ist definitiv der zweite Teil mein Lieblingsteil. Trotzdem, ja, es ist irgendwie bei mir immer so, dass die ersten Teile immer meine Lieblingsteile sind. Weil ich liebe es, wenn Geschichten beginnen und ich hasse es, wenn sie enden. Und deswegen sind erste Teile meistens meine Lieblingsteile. So, so wie dazu. Auf jeden Fall habe ich Black Blade dann letztes Jahr endlich gelesen und beendet. Und in Black Blade geht es ja um Layla Merriweather. Und Layla ist ja ein Waisenkind und sie lebt alleine in einer Bibliothek und hat sich da quasi so eingerichtet. Und sie tut halt immer mal Diebstähle begehen und ja, diese Sachen dann verkaufen, so hält sie sich halt über Wasser. Und dann gibt es dort noch Mo und Mo war ein Freund ihrer Mutter und ihre Mutter war eine Auftragskillerin und sie wurde dann umgebracht und seitdem ist Layla halt alleine und Mo kümmert sich so ein bisschen um sie, aber Layla will halt nicht wirklich, dass man sich um sie kümmert, sie will sich da so irgendwie alleine durchboxen und eigentlich will sie auch Rache nehmen an dem Mörder ihrer Mutter, aber das ist gar nicht so einfach, denn derjenige, der ihre Mutter umgebracht hat, ist der Boss einer der... Denn derjenige, der ihre Mutter umgebracht hat, ist der Boss der größten Mafia-Familie in dieser Stadt. Und ja, Layla ist da. Und Layla kommt da nicht so einfach ran. Und dann aufgrund von Verkettung von Ereignissen landet sie als Leibwächterin bei der Familie Sinclair, was der größte Gegner ist quasi von der anderen Familie, die ihre Mutter umgebracht hat. Und ja, so hat Layla dann schon mal quasi einen Fuß in der Tür, um da irgendwie was machen zu können. Und ja, ob Layla am Ende ihre Rache bekommt und was da halt sonst noch alles so passiert in dieser Reihe, das ist es, worum es im Endeffekt geht. Ich kann nur sagen, dass ich die Reihe wirklich gut finde. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Und ja, schaut sie euch auf jeden Fall an, wenn ihr gerne Urban-Fantasy-Geschichten lest. Ich mag ja die Geschichten von Jennifer Estep da echt gerne. Und ja, habe ich im August beendet. Im September habe ich dann mal wieder eine Liebesromanreihe beendet. Und zwar habe ich Golden Dynasty von Jennifer L. Armentrout. Jetzt wollte ich wieder Estep sagen. Auf jeden Fall habe ich Golden Dynasty beendet im September. Da kam mir der dritte und letzte Teil raus. Und was soll ich sagen, der dritte Teil war so unglaublich gut. Was da alles noch rausgekommen ist. Oh mein Gott, was da alles passiert ist. Oh mein Gott, was da alles abgegangen ist. Es war einfach so krass. Dieser paranormale Aspekt im dritten Teil war einfach so gut. Und wie gesagt, was da alles noch, was die Familie betraf, rausgekommen ist, es war einfach so krass. Bei Golden Dynasty geht es ja in jedem Teil um einen der De Vincent-Brüder. Aber es gibt eine große Background-Story, die sich durch alle drei Teile zieht. Und die hat sich halt im dritten Teil dann so final gegipfelt, sage ich mal. Und da kam dann so das große Finale und es war einfach so unglaublich gut. Es war so krass, was da alles passiert ist. Es war so krass, was da alles rausgekommen ist. Da war noch mal eine Wendung drin, die ich nicht habe kommen sehen. Also es gab dann so ein Ding, wo ich dann Vermutungen angestellt habe, was damit
los sein könnte, was da passiert sein könnte. Aber dass es dann am Ende so kam, wie es kam, war einfach so, what? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es ist so krass gewesen auf jeden Fall. Und ja, auch das Ende, wo dann alles rauskam, es war einfach so, was? Oh mein Gott, ist das heftig. Es ist einfach nur mega, mega heftig. Und ja, ich liebe diese Reihe wirklich unglaublich. Und wenn ihr mal Liebesgeschichten lesen wollt, die so ein bisschen so einen paranormalen Hintergrund haben, die so einen Krimi-Thriller-Hintergrund noch mit haben, dann schaut euch Golden Dynasty auf jeden Fall an. Ich fand diese Reihe einfach genial. Mich hat sie sehr gut unterhalten. Ich finde, es ist einfach eine so unglaublich gute Reihe. Und ich liebe Rosie als Protagonistin vom dritten Teil. Ich fand aber auch Julia und Nicole als Protagonistinnen in diesen Geschichten richtig gut. Aber Rosie hat mir von allen am besten gefallen. Ganz einfach, weil sie so ein Mensch ist, der so Feuer hat und der sich halt auch nichts gefallen lässt. Und wenn sie dann halt immer mit Devlin aufeinander getroffen ist, es war einfach so unglaublich gut. Es hat mir so gut gefallen, es hat mich so gut unterhalten. Und ich liebe, liebe, liebe Golden Dynasty und schaut euch diese Reihe unbedingt an. Wenn ihr mal eine Liebesgeschichte lesen wollt, wo so ein bisschen paranormale Sachen passieren und wo halt so ein bisschen Krimi- und Thriller-Elemente noch mit drin sind, schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe sie sehr. Und damit wären wir dann bei der letzten Reihe, die ich 2019 beendet habe. Und diese Reihe habe ich am 31.12.2019 beendet. Und zwar habe ich da den dritten Teil von Size beendet. Und Size ist ja auch eine Reihe, die mich von der ersten Seite an quasi gefesselt hat. Ich finde diese Reihe so unglaublich gut. Ich finde den Ansatz in dieser Reihe so unglaublich gut. Ich finde, was sich in dieser Reihe da alles entwickelt hat, wie sich das am Ende alles verändert hat, es ist einfach so krass. Das Ende von Size ist einfach so heftig. So, da schmiert mir hier ganz kurz vorm Schluss auch noch der Akku ab und jetzt ist meine Kamera auch noch irgendwie schief. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich ja gerade bei Size und ich finde Size einfach genial. Also Neil Schusterman hat hier eine wahnsinnig tolle Geschichte geschrieben, die mich wirklich von der ersten Seite an gefesselt hat. In Size befinden wir uns ja in einer utopischen Gesellschaft. Also es ist wirklich eine utopische Gesellschaft. Es gibt keinen Tod mehr, es gibt nicht mehr wirklich Verbrechen und ja, es ist einfach eine wahnsinnig befreite, ruhige Welt, in der das alles spielt. Und ja, dieser einzige Schandfleck, sage ich mal, die es in dieser Welt gibt, sind die Sais. Und die Sais sind Menschen, die andere Menschen töten. Beziehungsweise in dieser Geschichte heißt es ja nachlesen. Denn es ist so, dadurch, dass es ja keinen Tod mehr gibt, dadurch, dass der Tod überwunden wurde, muss man ja irgendwie eine Überbevölkerung vermeiden. Denn es werden ja immer noch Menschen geboren. Und ja, damit hat man die Sais ins Leben gerufen. Und die Sais sind Menschen, die über allem stehen. Wirklich, die stehen komplett über der Gesellschaft. Und das sind halt, wie gesagt, Menschen, die dazu auserkoren wurden und ausgebildet wurden, andere Menschen zu töten. Jeder Sais macht das auf seine eigene Art und Weise. Und das ist auch wirklich richtig krass, wie manche Sais das machen. Und wir begleiten am Anfang Sais Faraday, der wirklich nach Statistik geht. Der sagt dann, okay, es sind so und so viele Leute bei einem Verkehrsunfall gestorben, durchschnittlich im Jahr. Deswegen werde ich jetzt halt so und so viel Prozent davon töten, die jetzt gerade im Auto sitzen. Also er macht das schon nach System, aber trotzdem mit Willkür. Also ein Sais darf niemals bewusst töten aus persönlichen Motiven. Es muss immer willkürlich geschehen. Also es muss immer durch Zufall passieren, dass man jemanden tötet. Und wie gesagt, es darf nie persönliche Motive haben. Und ja, es passiert dann in dieser Geschichte halt ganz, ganz viele Dinge und am Ende bricht dieses ganze Konstrukt, diese ganze Welt bricht zusammen und es tun sich so viele verschiedene Gruppierungen auf quasi in dieser Geschichte und im dritten Teil gerade hat man so viele verschiedene Handlungsstränge, die man liest und trotzdem ist es dann so, dass man am Ende, wirklich ganz am Ende weiß, dass es ein großes Ganzes wird und man fragt sich dann, worauf läuft das Ganze jetzt hinaus? Also man merkt dann schon, je weiter man den dritten Teil liest, dass es sich immer mehr zusammenfügt und dass die Charaktere immer mehr aufeinandertreffen und dann fragt man sich, wo führt es am Ende hin? Und das ist so krass, was am Ende einfach passiert. Das ist einfach nur heftig. Also es ist richtig, richtig heftig und es ist ein mega gutes Ende. Also ich liebe diese Reihe sehr und ich kann euch diese Reihe wirklich immer nur ans Herz legen, wenn ihr gerne so Science-Fiction-Geschichten lest, die so ein bisschen utopisch, dystopisch sind, dann schaut euch Sais auf jeden Fall an. Es ist eine so, so, so gute Reihe. Es ist wirklich, ich liebe, liebe, liebe sie. Das waren meine Reihen, die ich 2019 beendet habe. Wie gesagt, 11 Stück. Und ich guck mal, was ich dieses Jahr für Reihen beenden kann. Ich habe für mich dieses Jahr auf jeden Fall schon
die Colorado Ice-Reihe beendet, weil ich glaube, da kommt nichts mehr. Also das sind ja nur drei Hauptteile. Es gibt noch eine Novelle da dazwischen. Die habe ich noch nicht gelesen, aber Novellen zähle ich immer nicht so mit dazu. Und ja, also die Colorado Ice-Reihe habe ich gelesen, die drei Teile. Also das ist Maybe This Love, Maybe This Time und Maybe This Christmas, wo es um die drei Brüder geht. Und ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Also ich habe dazu auch nichts gefunden, dass da noch irgendwas kommt. Falls ihr da irgendwas wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann habe ich auch noch True North für mich beendet. Ich weiß inzwischen, dass es da noch weitere Teile gibt im Englischen und dass da sicherlich im Englischen auch noch weitere Teile kommen. Aber zum aktuellen Stand ist jetzt erstmal vom Lyx Verlag her nichts geplant, dass da weitere Teile übersetzt werden sollen. Ich gehe einfach mal von aus, dadurch, dass sie die immer in Dreiergruppen rausgebracht haben bei der True North-Reihe, dass sie erstmal warten, bis Teil 7, 8 und 9 jetzt rauskommt im Englischen und dann Teil 7, 8 und 9 im Deutschen auch wieder übersetzen werden und dann auch wieder rausbringen werden. Aber trotz alledem zähle ich diese Reihe für mich aktuell jetzt erstmal als beendet, weil da halt auch ich nicht weiß, ob da nochmal was kommt oder nicht. Und wenn ja, wann das kommt, das kann noch über ein Jahr dauern, das kann 2 Jahre dauern, ich weiß es nicht. Deswegen ist diese Reihe für mich jetzt aktuell auch erstmal beendet. Und rein theoretisch wollte ich mit Annika diesen Monat noch eine Reihe beenden. Aber dazu sind wir noch nicht gekommen. Ich muss ihr auch mal schreiben, wann wir denn das Buch jetzt lesen wollen, weil wir müssen ja noch den dritten Teil der Amor-Trilogie lesen. Und das wollten wir jetzt eigentlich diesen Monat noch machen. Muss ich Annika mal schreiben. Wir haben ja rein theoretisch noch nächste Woche Zeit. Das ist ja nächste Woche noch Februar. Deswegen gucken wir mal, wie das so passt und wie wir das hinkriegen. Und ja, das waren meine beendeten Reihen und mehr kann ich zu diesem Thema nicht sagen. Ich gucke dann mal, dass ich nächste Woche noch zum Drehen komme zu den angefangenen Buchreihen. Das sind ein paar mehr, die ich da habe. Oder vielleicht schaffe ich es auch jetzt noch, das Video zu drehen. Ich muss mal gucken, wie es zeitlich jetzt passt. Also dann kriegt ihr auf jeden Fall noch das Video mit den angefangenen Buchreihen. Und Buchreihen, die ich zu Hause habe, aber noch nicht begonnen, da hat sich nichts mehr getan seit den letzten Jahren. Also werde ich das auch einfach weglassen. Also es sind immer noch die gleichen Reihen, die ich zu Hause habe und noch nicht angefangen habe. Also es ist immer noch sowas wie Ashes oder die, wie heißt denn diese Reihe von Ursula Poznanski hier, die Verratenen? Ist das die Elaira-Reihe? Auf jeden Fall sind das immer noch Reihen, die ich im Ganzen zu Hause habe, aber noch nicht gelesen habe. Aber wie gesagt, da hat sich nichts geändert im letzten Jahr. Deswegen werde ich die einfach außen vor lassen und dann machen wir nur die Reihen noch, die ich angefangen habe. Und ja, vielleicht schaffe ich es, wie gesagt, das heute noch zu drehen. Ich muss mal gucken, was meine Zeit jetzt sagt und dann schauen wir einfach mal. Aber so viel erstmal von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.